Sandra von Naturzahns. Heute zeige ich dir ein Video, wie du dich zur Meerjungfrau verwandelst und Pilates-Übungen dabei machst. Viel Spaß damit! Lege dich bequem auf deine Yogamatte und zieh den Bauchnabel nach innen. Und wir arbeiten nun mit den seitlichen Bauchmuskeln. Deine Beine sind angewinkelt, dein Bauchnabel ist nach innen gezogen und du ziehst über die Seite nach oben. Nach oben. Mach das ganz kontrolliert, angewinkelte Beine und hochziehen. Und hochziehen. Wenn du magst, nimm deine Hand als Unterstützung für deinen Nacken, aber lass den Nacken lang, achte darauf, dass der Nacken nicht abgeknickt ist. Und ziehen mit den seitlichen Bauchmuskeln über die Seite. Kurze Pause, spielen, zack. Und weiter geht's. Und hoch. Und jetzt wechseln wir die Richtung. Auf die andere Seite legen. Bauchnabel nach innen. Und hochziehen. Und hochziehen. Schön über die Seite. Kontrolliert hoch und hoch und hoch und hoch. Atmen aus, einatmen aus. Und jetzt auf den Boden, den Bauchnabel nach innen, den Lendenbereich auf den Boden pressen, beide Arme nach oben nehmen, wenn du magst. Nimm die Hände auch zur Unterstützung hinter den Nacken. Jedenfalls lass den Nacken schön lang. Du musst nicht sehr weit nach oben kommen. Du kannst einfach nur den Bauchnabel nach innen ziehen. Je nachdem, wie lang deine Geburt schon her ist, achte da sehr gut auf dich. Einfach nach innen ziehen. Nach innen ziehen. Ganz vorsichtig an diesem Punkt auch. Keine Rektusdiastase-Patientin. Bitte bei Rektusdiastase andere Übungen machen, auch auf meinem Kanal zu finden. Und wir gehen noch einmal über die Seite. Und weiter dranbleiben und schön lächeln. Und nochmal umdrehen. Auf die andere Seite. Beine anwinkeln, ablegen. Und über die Seite die seitlichen Bauchmuskeln anspannen. Nacken lang und hoch. Und auf den Rücken, die Beine aufstellen, den Lendenbereich auf den Boden pressen, Bauchnabel nach innen, Arme nach oben nehmen und ganz kontrahiert nach oben kommen. Sehr schön. Langer Nacken, zieh. Noch einmal, bitte nicht bei einer Rektusdiastase machen. Und nochmal Wechsel. Andere Seite. Aller guten Dinge sind drei. Und los geht's. Und hoch. Zieh. Und zieh. Zieh. Und wie immer ein Lächeln. Und nochmal Wechsel. Letztes Mal dranbleiben. Ausstrecken und hoch. Und 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Auf den Rücken legen und ein letztes Mal nach oben kommen. 1, 2 und 3 und 4. Muss gar nicht hoch sein, einfach nur den Bauch aktivieren und mit den Muskeln arbeiten. Und ab, super gut. Nächste Übung. Ab zur Meerjungfrau. Einmal über die Seite dehnen, Beine angewinkelt nach oben strecken. Über die Seite und nach oben kommen, zieht. Und wiederholen. Über die Seite die Flanke dehnen und nach oben strecken und nach hinten. Und wir wechseln Beine rechts, links,
Über die Seite dehnen und nach oben kommen. Die Flanke macht dich lang und nach oben kommen. Und noch einmal über die Seite und nach oben. Sehr schön. Noch ein letztes Mal. Und nach oben. Die nächste Übung ist der Kutschersitz. Stell deine Beine auf, mach deinen Rücken rund, zieh den Bauchnabel nach innen und die entgegengesetzte Richtung rund machen. Kinn Richtung Brustbein und aufrichten. Groß werden. Klein und rund. Und aufrichten. Arbeite aus dem unteren Rückenbereich heraus. Mach den Rücken rund, klappt das Becken ein, richte das Becken auf und mach dich groß. Einatmen. Und ausatmen. Ein. Und aus. Das war's. Danke. Ciao. So, das war das kleine Workout der Meerjungfrau. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Abonnier meinen Kanal, like dieses Video, schau auf Instagram und Facebook vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Denk dran, naturally fit, weil jeder Schritt im Alltag zählt. Tschüss!